Ja, ein herzliches Hallo, alle Isenburgerinnen und Isenburger. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben wieder viele eingereichte Fragen bekommen, Anmerkungen über isenburgerfragen.de. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne jetzt hier wieder antworten und wie immer freuen wir uns im Nachgang wieder über neue Fragen, neue Anregungen unter www.isenburger-fragen.de. Gern wird das dann wieder schnellstmöglich beantwortet. Ich möchte beginnen mit einer positiven Rückmeldung. Freuen wir uns auch immer darüber, dass es wirklich immer reichliche positive Rückmeldungen gibt. Und zwar eine positive Meldung einer blinden Mitbürgerin aus Neu-Isenburg, die sich besonders bedankt, dass das Format unserer Homepage auch für blinde Menschen geeignet ist. Es ist sogenannt barrierefrei nutzbar. Und das ist in der heutigen Zeit ja immer wichtiger. Und sie sagt, das ist nicht selbstverständlich. Sie dankt dafür ausdrücklich. Ich darf den Dank weitergeben an unsere Agentur Butter und Brot, die uns hier bei der Produktion sehr stark unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Schöne Sache, wenn wir auch ein Angebot haben für Menschen, die vom Sehen her eingeschränkt sind. Dann ist die Frage gekommen, wie ist es eigentlich mit den Bussen? Gibt es da wieder eine Möglichkeit, auch mit den Fahrern Kontakt aufzunehmen? Hier habe ich gute Nachrichten. Für die Stadtbuslinien OF 51, 52 und 54 ab heute gibt es wieder die Möglichkeit, Fahrkarten direkt im Bus beim Fahrer zu erwerben. Das ist möglich, weil wir mittlerweile sehr, sehr moderne Busse hier in Neu-Isenburg im Einsatz haben. Das sind sogenannte Hybridbusse und hier sind die Fahrerkabinen abgetrennt und es besteht da wieder die Möglichkeit, auch direkt mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen. Wie ist denn das mit der Gastronomie nochmal mit dieser Erfassung? Muss man da persönliche Daten dalassen? Muss man sich eintragen in Listen? Ja, das ist so und es gilt für innen wie außen. Es gab am Anfang da etwas Verwirrung. Erst hieß es nur innen oder außen nicht oder wie auch immer. Also Fakt ist, es gilt für beide Bereiche, innen und außen, wenn man vor Ort verzehrt. Also wenn Sie vor Ort verzehren, dann bitte Ihre Daten dort niederlegen. Hintergrund, warum das überhaupt gemacht werden muss, ist, wenn mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden müssten, dass man das kann. Deswegen bitte das hier so berücksichtigen. Wenn Formulare hierfür gebraucht werden, da gibt es ein Muster auf der Homepage der Stadt. Wie ist es denn in Neu-Isenburg? Könnten wir uns da ein Beispiel dran nehmen, beispielsweise an Spanien und Italien, die für Gastronomiebetriebe kostenfrei öffentliche Außenflächen zur Verfügung stellen. Hier wird in Isenburg der Marktplatz angeregt, die Frankfurter Straße oder die Bahnhofstraße. Hier kann ich sagen, dass die Stadt schon immer sehr großzügig war, um für Speisegaststätten Außenflächen zur Verfügung zu stellen. Das ist in Neu-Isenburg auch schon fast kostenlos. Das ist ein ganz geringer Betrag, der da hier anfällt. Und gerne gibt es hier auch die Bereitschaft, das zu erweitern. Wenn also Gastronomen zusätzliche Außenflächen haben möchten und das ist irgendwie umsetzbar, wird es hier sicherlich Unterstützung geben. Und ja, insofern haben wir das in Isenburg mindestens so gut auch wie in Spanien oder in Italien. Dann ist ein Hinweis gekommen, und zwar ein Supermarkt in Neu-Isenburg würde zu wenig die Abstandsregeln eingehalten und auch Mund-Nasen-Schutz sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitern nicht ausreichend getragen. Da kann ich sagen, es finden regelmäßig Kontrollen statt und die Stadt ist mit allen Marktleitern im Gespräch, sensibilisiert regelmäßig dazu. Und es gibt aber auch Fälle, wo Mitarbeiter gar keinen Mund-Nasen-Schutz tragen dürfen. Sie wissen, es gibt Ausnahmesituationen, dass Leute von Vorerkrankungen oder Ähnlichem das vorher nicht tragen dürfen. Aber grundsätzlich wird da großen Wert drauf gelegt, kontrolliert wird es und herzlichen Dank für den Hinweis. Dann kam eine Frage nochmal zu den Sportanlagen für die Freizeitnutzung, dass die geöffnet sind, insbesondere im Sportpark. Hier kann man einfach nochmal bitte darauf hinweisen, bei allem Verständnis für Fußballbegeisterung, die mir selbst, glaube ich, sehr bekannt ist. Meine Kinder spielen Fußball, selbst habe Fußball gespielt, aber die, die jetzt im Moment schon
in Anführungszeichen schon, Fußball spielen gehen, bitte Abstände einhalten. Abstände ist wirklich das Notwendigste. Und Hygieneregeln beachten. Wenn das nicht der Fall ist und Kontrollen finden statt, dann muss das beendet werden. Es gab gerade jetzt wieder einen Fall. Ich kann wirklich nur dringend bitten, dass davon abgesehen wird, schon wieder in wettkampfähnliche Situationen zu gehen. Das darf im Moment noch nicht sein. Das geben die Verordnungen des Landes Hessen so nicht her. Es ist nicht erlaubt im Moment. Deswegen bitte wirklich das so zu berücksichtigen, weil sonst könnte es sein, dass man dann eben die Anlagen dann nicht mehr so offen halten kann. Dann gab es zwei Fragen, die sich mit Musik beschäftigen, und zwar mit Bands, die proben. Und da gibt es die Frage, ganz konkret, dürfen Musiker bis zu 5 Personen wieder proben unter Einhaltung von Mindestabstand? Da kann ich sagen, ja, sie dürfen das. Es gibt zwei unterschiedliche Situationen. Das eine ist Vereinsarbeit, die ausdrücklich erlaubt ist. Es sind übrigens auch Konzerte erlaubt, Konzertzentren, Konzerthäuser dürfen aufhaben, Kulturzentren dürfen aufhaben und selbstverständlich muss dann auch geprobt werden dürfen, aber Abstandsregeln und Hygienevorschriften müssen eingehalten werden und auch jeweils immer Verantwortliche bei den Vereinen hier für die Einhaltung der Hygienevorschriften benannt werden. Besonders wichtig immer, ich habe es eben gesagt, die Abstände einzuhalten und das gilt auch für den privaten Bereich. Also wenn es nicht Vereine sind, ist hier immer besonders wichtig, dass die Räume groß genug sind und die Abstände 1,50 Meter immer eingehalten werden können und Hygieneregeln eingehalten werden. Die Frage kam noch auf zu einem Gastronomiebetrieb in der Frankfurter Straße außerhalb von Corona, der einen neuen Standort sucht. Hier kann ich einfach darauf verweisen. Selbstverständlich gibt es seitens der Wirtschaftsförderung der Stadt hier Unterstützung. Wenn jemand nach einem neuen Standort sucht, dann wird er hier intensiv und auch gerne unterstützt. Einfach an die Wirtschaftsförderung der Stadt Neu-Isenburg bitte wenden. Dann gab es eine Anregung, die ich ehrlicherweise so bisher noch nicht so oft gehört habe, nämlich in Neu-Isenburg ein kleines Krankenhaus mit einer Notaufnahme zu installieren. Es wurde der Verdacht geäußert, dass es doch zu lang dauert, bis ein Rettungswagen aus Frankfurt oder Langen kommen würde. Und wenn das irgendwie finanziell stemmbar wäre, würde hier auch eine Kapazität in Neu-Isenburg seitens des Fragestellers gesehen. Nun, hier darf ich sagen, dass wir als Isenburg wirklich außerordentlich gut mit Krankenhäusern in nächster Umgebung versorgt sind. Klar, das Krankenhaus in Langen, Krankenhäuser in Offenbach, aber auch in Frankfurt bieten uns ein großes Angebot an. Und dabei haben wir natürlich auch noch das Facharztzentrum hier in Neu-Isenburg. Es gibt zwei Rettungswagen in Neu-Isenburg, die hier bewusst hier stehen. Und wenn Sie einen Rettungswagen anfordern, werden zunächst erstmal diese beiden Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Und das heißt, dass Sie sehr, sehr, sehr schnell am jeweiligen Einsatzort sein werden. Es gibt eine sogenannte Hilfsfrist, die einzuhalten ist von 10 Minuten. Und die ist nahezu immer. Schafft man das einzuhalten. Insofern sind wir, auch wenn wir kein Krankenhaus vor Ort haben, doch so gut aufgestellt, dass kurzfristig Hilfe erfolgen kann. Höre ich auch immer wieder übrigens von Bürgern, die dankbar sind, dass das so schnell funktioniert. Insofern glaube ich, ist ein neues Krankenhaus in Neu-Isenburg kaum realisierbar. Neben der finanziellen Seite ist auch der Trend eigentlich eher zur Zusammenlegung von Krankenhäusern. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar über das große Angebot, was wir hier haben. Und das gilt es auch dauerhaft zu erhalten und die Infrastruktur hier weiter zu sichern. Ja, das waren die Fragen von dieser Woche. Freue mich wieder, wenn Fragen und Anregungen eingehen. Einfach an www.isenburgerfragen.de. Und bis dahin, dann bis zu den nächsten Antworten, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen. Alles Gute, Ihr Stefan Schmidt.